Kia fährt den Stachel aus mit dem Kia Stinger. Er ist der Beweis, dass emotionales Design auch made in Korea sein kann. Wobei nicht ganz, denn genau genommen ist der Designer ein Deutscher, Peter Schreier, ehemals VW-Designer. Ich hatte kein konkretes Bild vor Augen, sondern nur eine vage Vorstellung, in welche Richtung das es gehen könnte. Sehr architektonisch definiert, sehr sauberes Design und trotzdem emotional. Als 370 PS starke Performance-Limousine mischt er jetzt die deutsche Premium-Konkurrenz auf. Aber die Kia-typische Bodenständigkeit hat die koreanische Marke nicht verloren. Mit dem Stinger 2,2 Liter Diesel bietet Kia auch eine Vernunft-Variante an. Mit 200 PS, aber ebenfalls nicht untermotorisiert. Den 370 PS starken Kia Stinger GT haben wir schon ausgiebig getestet. Den Diesel hier mit 200 PS haben wir auch schon mal gefahren. Aber heute gucken wir uns noch mal aus einem anderen Blickwinkel an. Machen einen Alltagstest mit dem Stinger. Das heißt, wir gucken uns an, wie wirtschaftlich ist der Wagen, was kostet er also, wenn er schon auf dem Hof steht. Also Versicherung, Steuern, Preis pro Kilometer. Dann, wie viel Platz ist im Fahrzeug, sowohl für die Insassen als auch im Kofferraum. Und wir gucken mal, wie handlich das Stinger ist beim Rangieren und Einparken. Und bevor wir jetzt auf die Bahn gehen, tanken wir den Wagen noch mal voll und gucken dann am Ende des Tages, wie viel der Wagen wirklich verbraucht hat. Wir verlassen uns nicht auf die Verbrauchsanzeige, sondern messen selbst. Laut Herstellerangabe soll der Stinger 6,4 Liter kombiniert auf 100 Kilometern verbrauchen. Der Innerortsverbrauch ist mit 7,9 Litern angegeben. Mit randvollem Tank liegen gut 100 Testkilometer vor uns. So, und damit der Test jetzt auch funktioniert, müssen wir alles auf Null setzen. Also sowohl Tageskilometerzähler als auch den Durchschnittsverbrauch. Und dann fahren wir los, und zwar nicht in einem Eco-Modus, sondern wir fahren im Komfortmodus los. Denn es soll ja kein möglichst geringer Spritverbrauch erzielt werden, sondern ein möglichst realer. So, und das setzen wir jetzt auf die Probe. Schauplatz, die Münchner Innenstadt. Hier muss die fünfsitzige Coupé-Limousine zeigen, wie alltagstauglich sie wirklich ist. Und dann muss ich noch was richtigstellen, denn im letzten Fahrbericht über den Kia Stinger habe ich gesagt, dass die Mittelkonsole nach täuschend echtem Aluminium aussieht, aber in Wirklichkeit Plastik ist. Warum habe ich das gesagt? A, weil das Material relativ warm ist und im Vergleich zu Plastik müsste Aluminium eigentlich ein bisschen kälter sein. Und zweitens, weil das Klopfen sich auch relativ hohl angehört hat. Ich muss das aber revidieren, denn in Wirklichkeit ist es tatsächlich echtes Aluminium. Wir haben das bei Kia nachgefragt, scheint dann aber eine relativ dünne Schicht Aluminium zu sein. Test Nummer 1 auf unserer To-Do-List ist der Platz im Kofferraum. Und wir sitzen in einem großen Auto, eine 4,83 Meter lange Reiselimousine. Aber ich kann mir vorstellen, durch diese Coupé-Form leidet der Platz doch ganz schön darunter. Und um das auszutesten, fahren wir jetzt mal zu einem Getränkemarkt. Jeder kennt das, der schon mal eine Hausparty organisiert hat. Ne? Wie viele Kisten passen ins Auto? Ich könnte jetzt hier auch beim Kia Stinger die Rücksitze zweiteilig umklappen. Mache ich aber nicht, weil in der Realität, im Alltag, hat man die meist nicht umgeklappt. Und da testen wir jetzt mal, was reinpasst. Erstmal ist mir eine Ladekante im Weg, ist nicht wie beim Kombi eben, aber sie ist völlig in Ordnung. Hier ist eine große Öffnung, ich habe hier viel Platz. Und das hier, sorry Kia, aber das muss ja auch mal getestet werden, weil in der Realität kratzt man da auch mal drüber. Muss aber feststellen, es sieht trotzdem alles ganz gut aus. Ja, 6 Kisten passen rein, eine wahnsinnig große Feier wird es nicht. Den meisten wird der Platzanspruch aber reichen. Ist halt kein Lademeister. So, jetzt ziehe ich meine Jacke aus. Ohne umgeklappte Rücksitze ist das Kofferraumvolumen mit 406 Litern angegeben. Damit liegt er etwas hinter seinen Konkurrenten. Der VW Arteon bringt knapp 160 Liter mehr unter. Ist aber auch etwas teurer. Die Fahrt geht weiter in den Münchner Großstadtdschungel. Hier sind kleine und übersichtliche Autos von Vorteil.
Denn wenn es um die Parkplatzsuche geht, können die 4,83 Meter Länge zur Herausforderung werden. Hier vorne, die könnte ich mal probieren, die Parklücke. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich jetzt anfange zu parken, dann gibt es das erste Problem. Wenn ich da hinten rausgucke, sehe ich gar nichts. Aber ich habe Parkdistanz und Rückfahrkamera serienmäßig schon verbaut. Und da kann ich halt auch nicht mehr meckern. Ich habe jetzt zusätzlich noch eine Obendraufsicht. Damit sollte ich jetzt eigentlich hier reinkommen. Ich probiere das Ganze mal aus. Die serienmäßigen Helferlein machen das Einparken kinderleicht. Die optionale 360-Grad-Kamera kommt über das Technology-Paket für 1.700 Euro. Sie ist eine große Hilfe für den Abstand zum Bordstein. So, und schon stehen wir drin. Piept vorne und hinten. Aber wir stehen drin. Und wo wir gerade stehen, schauen wir doch mal, wie viel Platz ich so im hinteren Abteil habe. Denn so schön die Coupé-Form auch ist, sie ist schlecht für die Übersicht, sie ist aber auch schlecht für den Platz hinten. Ja, erstmal der Einstieg, es geht weit runter. Und gucken wir uns noch mal an. Also Kniefreiheit, ich stoße gerade an. Kopffreiheit passt so, jetzt eine Hand dazwischen. Wenn ich mit dem Kopf zurückgehe, stoße ich aber schon an die Decke. Was mir aber vor allem auffällt, dass man unterm Sitz relativ wenig Platz hat. Jetzt ist es natürlich aber auch echt fies, dass ich als 1,93 Meter Mensch immer den Platz hier hinten teste und alle Autos sind hinten immer zu klein, außer eine S-Klasse oder sowas. Aber ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ja noch einen Kameramann dabei. Volker, du bist ein bisschen kleiner. Wie groß bist du? 1,80. 1,80. Komm, dann setzt du dich doch mal hier hin. Okay. Ja, da ist schon deutlich mehr Luft, ne? Hier, naja, oben, klar. Geht aber so. Kein Problem. Wie sieht es an den Füßen aus? Ja, es ist nicht viel Platz, aber Mai, kann man schon drunter schieben. Geht so. Das geht schon. Naja, in der Realität sitzen ja auch selten zwei 1,93 Meter Menschen hintereinander. Von daher kann man sagen, platzmäßig ist es schon in Ordnung. Mit gut 47.000 Euro Basispreis für den Diesel mit Allrad ist der Kia in etwa auf dem Preisniveau seiner Konkurrenten aus dem Hause VW, Audi und BMW. Aber Kaufpreis ist nicht alles. Wie schaut es mit den laufenden Kosten aus? Wir haben ja schon festgestellt, dass der Kia Stinger im Vergleich zu seinen Konkurrenten, Vierer BMW, VW Arteon oder A5 Sportback, eigentlich recht günstig daherkommt, dadurch, dass er eine sehr umfangreiche Serienausstattung hat. Er wird zum Beispiel bei der Versicherung, wird er laut ADAC höher eingestuft als seine Konkurrenten. Warum, da kann man jetzt nur drüber munkeln, aber es gibt ja viele Parameter, die dafür ausschlaggebend sind, um so eine Rate festzulegen. Er liegt bei einer Vollkaskoversicherung bei über 2.000 Euro. Damit ist er fast doppelt so teuer wie ein VW Arteon. Und auch die Steuern. Da ist er nämlich bei 357 Euro im Jahr. Und das ist auch deutlich mehr als zum Beispiel Audi A5 oder VW Arteon. Da kommt dann, wenn man alle Kosten zusammennimmt, also auch den Wertverlust, alles, was dahinter steckt, ein Kilometerpreis von 73,4 Cent zustande. Und wo wir gerade bei Kosten sind, wenn ich hier vollgetankt habe, dann tanken wir den Kollegen auch noch mal voll. Und dann gucken wir, was wir heute alles so verbraucht haben. Bei einer Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometern kostet der Stinger am Ende des Jahres etwa 1.000 Euro mehr als zum Beispiel der A5 Sportback. Das sind etwa 6 Cent pro gefahrenen Kilometer. Nächster Punkt, der Verbrauch. Wir haben 132 Kilometer zurückgelegt. Zeit zu überprüfen, ob der angegebene Verbrauch realistisch ist. 8,8 Liter, sagt mein Bordcomputer, haben wir jetzt verbraucht. Wir waren jetzt die meiste Zeit innerorts unterwegs und da ist er mit 7,9 Litern angegeben. Von daher wäre das völlig in Ordnung, aber das stellen wir erst noch mal auf die Probe. Also 10,79 Litern. Das heißt, wenn ich das jetzt mal teile durch die gefahrenen Kilometer mal 100, dann habe ich ja den Verbrauch. Und da komme ich auf 8,17 Liter. Das ist also nur knapp über der Angabe für den Innerortsverbrauch von 7,9 Litern. Das ist voll in Ordnung. Wir haben ihn sogar schon mal gefahren mit 6,6 Liter auf einer Autobahnfahrt über eine längere Strecke. Also Verbrauch ist ziemlich ehrlich auf jeden Fall.
Ein ehrliches Auto, das für die Herausforderung des Alltags gut gewappnet ist. Er ist kein Raumwunder, er ist auch kein Schnäppchen. Trotzdem würde ich mich immer wieder für den Kia Stinger entscheiden. Denn er ist einfach der Beweis dafür, dass Kia sich auch traut, emotionales und dynamisches Design zu kreieren. Und dabei liefern sie auch noch eine gut funktionierende Technik und ein hochwertiges Innendesign. Er mag sich nicht so oft verkaufen wie seine Konkurrenten, aber er ist dann eben der, der aus der Masse hervorsticht. Und wer nicht gerade eben mit dem Mainstream mitschwimmen will, der macht mit dem Kia Stinger alles richtig.